Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Ausstellung und tolles Projekt von Hans Eilmer im Rathaus Hof von Bruck an der Mur. Der österreichische Krimi-Autor Thomas Raab gab eine Lesung bei Leikam in Bruck. Und das Wetter morgen, regnerisch und kalt. Kreativität beginnt mit dem ersten Schritt. Bei einer Ausstellung im Innenhof des Brucker Rathauses waren es aber drei Striche prominenter Brucker, die dann vom Künstler Johann Eilmer in einer einfachen Idee kunstvoll vollendet wurden. Eine Ausstellung, Remli, der Künstlername, nichts anderes als der verkehrt gelesene Name Eilmer, aber eine Geschichte, die es in sich hat. Worauf hat das Ganze beruht? Das ganze Projekt ist entstanden, wie einfach einmal 2014 im Dezember meine Bilder zu Hause angeschaut habe und habe mir gedacht, was kann ich mit meiner Begabung Sinnvolles machen? Und so ist das Projekt entstanden, dass ich mir gedacht habe, wäre doch auch schön, wenn ich namhafte Personen, Damen und Herren, einfach frage, ob sie mir drei Striche auf ein Duschpapier machen mit einem Pigmentliner. Und da habe ich eben hintereinander dann die Personen angesprochen und die sind sofort auf mein Angebot eingestiegen und haben drei Striche gemacht. Eine Ausstellung, die es in sich hat. Prominente malen drei Striche und was herausgekommen ist, das ist eigentlich faszinierend. Es ist einfach großartig und ich kann dem Hans Eilmer nur danken für seine großartige Idee, hier karikative Überlegungen auch hier mit künstlerischen Überlegungen zu kombinieren. Und für einen, der von Malen keine Ahnung hat, ist es besonders beeindruckend, wenn man drei Striche auf ein Blatt malt und dann das Ergebnis sich voll Stolz anschauen kann, was möglich ist, aus drei Strichen ein Kunstwerk wirklich in dieser Art und Weise und in dieser Qualität zu entwickeln. Und ich bin schon stolz, wenn ich mein Bild, das unterstützt vom Hans Eilmer ein ganz besonderes Bild für mich geworden ist, zu Hause aufhängen werde. Brucks Bürgermeister Hans Strassecker freut sich in seiner Rede über das Ergebnis und über den guten Zweck, der dieser Idee weiters zugrunde liegt. Jetzt sieht man ja eine Menge Zeichnungen hier. Wie lange hat eigentlich das ganze Projekt jetzt gesamt gesehen, rückblickend gedauert? Also genau fast zwei Jahre. Ich habe mal Zeit lassen, ich kann auch nicht immer zeichnen, muss ich sagen. Es muss einfach fließen, es ist ein meditatives Zeichnen, was für mich sehr entspannend ist. Und ich könnte über jede Person ein Bücher schreiben. Die Gespräche mit den Herrschaften waren so nett, so berührend oft. Und ich hab das wirklich auch gut geplant, weil der Endzweck, eine Hilfe für wirklich Kinder, die stark behindert sind, und deren Eltern, das war eigentlich das Ziel des Outputs. Die Ausstellung ist noch bis 22. Oktober im Brucker Rathaus zu bestaunen. Der Erlös soll der Aktion Licht ins Dunkel zukommen. Thomas Raab ist österreichischer Krimi-Autor und wurde 1970 in Wien geboren. Er studierte Mathematik und Sportwissenschaften. Thomas Raab war einer der ersten, der mit Regionalkrimis angefangen hat, ist schon zum vierten, fünften Mal bei uns zu Besuch und es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören. Es ist Kabarett, es ist nicht nur eine Lesung. Wie kriegt man so einen Mann eigentlich her? Er ist nicht mehr irgendjemand in Österreich. Aufgrund unserer Veranstaltungen, was wir zahlreich jedes Jahr machen, haben wir gute Beziehungen, dass uns laufend die Autoren schon anrufen, ob wir Veranstaltungen mit ihnen machen. Bereits während seines Studiums trat er als Songwriter, Pianist und musikalischer Leiter einer renommierten Wiener Musicalschule und diverser Musiktheaterproduktionen auf. Seit 1997 ist er freischaffend und mit seiner Metzger-Serie auch Bestsellerautor. Was heißt das? Das ist ein nettes Wort. Ich meine, ich bei meinem ersten Metzger 7000 Bücher verkauft hatte, war ich eine Woche Belletristik auf Platz 1 und alle haben gesagt, wow, neuer Bestsellerautor. Und ich meine, 7000 Bücher, das klingt jetzt nicht viel. Ich war auch ganz erstaunt, ja, dass so wenig Zahlen schon in Österreich reichen können, mit viel Glück in die Liste irgendwie aufzutauchen. Aber
Das ist ein super Begriff, der verwendet wird im Marketing, aber das hängt von so vielen Faktoren ab. Ich glaube, ich bin dank Leser im Augenblick in der Lage, dass man sagen kann, dass meine Bücher rauskommen, dass Menschen darauf warten, die sie gern lesen. 2006 reifte die Figur eines Restaurators in ihm. Den Metzger, wie er ihn nannte, wollte er unbedingt kennenlernen. Ja, genau. Ja. Super. Der war von heute auf morgen da. Also ich bin, wenn ich jetzt zusammenstehen würde mit Ihnen, mir fällt jetzt gerade der Metzger ein, dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, schau, das ist mir gerade eingefallen, und meine Frau hat gesagt, setz dich doch hin und schreib. Und das ist quasi innerhalb eines Tages. Und ich habe mich hingesetzt als Deutschwappler, ich war ganz ein schlechter Deutschschüler in der Schulzeit, hätte mir nie zugetraut, dass ich Pfosten jetzt ein Buch schreibe, und habe halt die ersten 30, 50 Seiten geschrieben, also nicht in einem, sondern und habe Spaß gehabt und denke mir, naja, das könnt ihr jetzt fertig machen. Und so ist mein erstes Buch entstanden. Also wirklich ohne der Absicht, zuerst einmal einen Roman zu schreiben, sondern nur Spaß und der Freude. Ja. Thomas Raab, wie würden Sie Ihre Metzger-Krimiserie jetzt einreihen? So der klassische Krimi sind ja Ihre Bücher nicht. Ja, es ist kein klassischer Krimi, es gibt keinen Kommissar, aber es gibt Tote. Ich lege total viel Wert darauf, dass ich beim Schreiben lachen kann, dass ich eine Gaudi habe. Aber dass ich gleichzeitig zwei Sätze weiter so berührt sein kann, dass das Lachen im Weinen ist es übertrieben, übergeht. Also dass dieses im Wellental der Gefühle sein dürfen beim Schreiben und gleichzeitig viel Sozialkritik einbauen, was mir also einfach so in den Sinn kommt. Das Schöne an der Freiheit des Schreibens ist die Freiheit, und die kostet sich da wirklich total aus. Und was mir wichtig ist, dass die Geschichten so erzählt sind, dass ich auch für mich ohne viel technischen Firlefanz diese Fälle klären könnte, weil ja in jedem von uns steckt ein neugieriger Mensch, der dahinter schauen möchte. Und ich bin jetzt kein so großer Fan von wirklichen Krimiserien und CSI und dem Ganzen, das schaue ich mir nicht an, weil das interessiert mich nicht. Ich schaue lieber beim Fenster rein und denke mir, was machen die da drüben? Sie sind Mathe- und Sportlehrer. Was hat Sie eigentlich zum Schreiben gedrängt? Das kann ich nicht sagen. Also ich weiß jetzt nur im Nachhinein, ich war jetzt kein guter Mathematiker, und das Studium war schon Knochenarbeit. Ja. Ich wollte es halt zu Ende machen. Mein Vater hat es begonnen, nie zu Ende geschafft. Sag ich, Papa, dir zeige ich es damals. Aber das kommt mir jetzt zugute, weil ich gut Zusammenhänge im Kopf behalten kann. Ich vergesse nichts. Das ist für Schreiben von Büchern sehr wichtig. Aber ich kann nicht sagen, warum ich mich von heute auf morgen hingesetzt habe. Ich glaube, das Geheimnis für mich war, dass ich mit der Haltung begonnen habe, ich kann es eh nicht. Also ich mache es einfach jetzt für mich. Sonst wäre ich wahrscheinlich niemals ein Autor geworden. Wenn ich jetzt bewusst ein Buch geschrieben hätte, so wie das zweite musste ich schreiben im Wissen, jetzt wird es ein Buch, das war mein schwerstes Buch überhaupt. Schaffe ich das überhaupt nochmal? Ja? Es zeigt nur, was in uns Menschen steckt. Was wir vielleicht, gerade das, was wir können, ist, von dem wurde uns erzählt, dass wir es nicht können oder dass wir schlecht darin sind. Und dass ich im Grunde innerhalb eines Tages, ich war da schon sehr konsequent, aber dass ich halt ein Leben ändern kann in eine völlig andere Richtung. So ein bisschen nach dem Stil, geht nicht, gibt's nicht? Genau, ja, ich glaube schon, geht nicht, gibt's nicht. Das stimmt. Ich muss es nur tun. Die Bücher des Erfolgsautors Thomas Raab und seine Metzger-Serie finden Sie übrigens im guten Buchhandel. Heute regnete es immer wieder und die Sonne war kaum zu sehen. Das Ganze bei Werten um die plus 14 Grad. Morgen wird es den ganzen Tag über feucht sein und die Temperaturen kommen kaum über die 10 Grad Marke. Schnee fällt bis auf 1000 Meter herab.